Die Straße, die von Bozen auf die Salzer Alm führt, ist seit jeher eine der wichtigsten und befahrensten Straßen des Landes. Der Abschnitt kurz vor der Ortschaft Völs ist allen bekannt für die vielen Kurven und die nicht immer leichte Übersicht. Der Straßendienst des Landesressorts für Bauten hat nun eine Reihe von Eingriffen beschlossen, welche den Straßenabschnitt vom Eisacktal bis zur Ortschaft Völs am Schlern betreffen. Der erste und wichtigste davon ist die Errichtung eines Tunnels von 555 Metern, mit dem ein sehr enger, kurviger und steinschlaggefährdeter Abschnitt der Straße umfahren wird. Nun sind die Arbeiten im Detail von den verantwortlichen Politikern vorgestellt worden. Es ist auch in der heutigen Zeit ist notwendig, dass die einzelnen Gemeinden, Dörfer, Fraktionen mit Straßen, mit Breitband, mit Internet und so weiter erschlossen werden. Das ist einfach notwendig, wenn wir wollen, dass ein gewisser Lebensstandard da ist, dass vor allem auch die einzelnen Firmen leben können, dass vor allem Fremdenverkehrsentwicklung möglich ist und dass vor allem Vollbeschäftigung ist und dass vor allem Abwanderung verhindert werden kann. Wir brauchen deshalb auch in Zukunft Straßen, keine Rennstrecken, aber zeitgemäße Straßen, wo die Sicherheit garantiert wird und vor allem auch der Anschluss entsprechend der heutigen Zeit möglich ist. Wir werden alle Jahre in diesen Krisenzeiten einen gewissen Betrag für neue Straßen bereitstellen. Wir glauben 70, 80, 90 Millionen. Das muss möglich sein. Auf die Art und Weise können wir die begonnenen Straßen oder Projekte fertigstellen und neue Projekte beginnen. Gerade dieses Projekt ist ein sehr wichtiges Projekt, wirtschaftlich wichtig. Es ist eine sehr gefährliche Straße, deswegen müssen wir auch für Sicherheit Sorge tragen. Aber ich glaube, wenn wir dieses Programm weiterführen, wenn wir Prioritäten erstellen, da bin ich überzeugt, dass wir innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre alle unsere Gemeinden und Ortschaften entsprechend erschließen. Insgesamt sind auf dem Abschnitt bei Völs 7 Eingriffe geplant. Das erste Baulos sieht neben dem Bau des Tunnels von etwa einem halben Kilometer auch die Sprengung eines rund 10 Meter langen bestehenden Felstunnels vor. Weiters ist in den offenen Abschnitten die Begradigung und die Verbreitung der Fahrbahn mittels Errichtung talseitiger Stützmauern, Mauerscheiben aus Stahlbeton und Auskragungen vorgesehen. Jene Liste, die wir eben von einigen Jahren eben ausfindig gemacht haben, war auch eine Prioritätenliste. Und darunter, unter den ersten fünf, was die Sicherheit beilangt, war es notwendig, auch etwas in Sarental bzw. auf der Völser Straße zu machen. Und diese zwei letzten Projekte sind wir jetzt angegangen und werden eben innerhalb 2014 auch fertigstellen. Die Gesamtkosten für die vorgesehenen Arbeiten betragen fast 12 Millionen Euro.